In den letzten Tagen ging ein Video aus Wuppertal im Netz viral. Es zeigt heftige Polizeigewalt gegen einen blinden Menschen. Wir möchten hier im Folgenden sowohl das Video als auch die Pressemitteilung von Bürgerinnen beobachten die Polizei Wuppertal dokumentieren. Die Polizei, dein Freund und Helfer. In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie am 19.09.2020 ein blinder Mensch durch mehrere Polizisten drangsaliert wird. Unter dem Videobeitrag ist zu lesen, dass es sich um eine Ausweiskontrolle handelt, weil der Mensch seinen Ausweis nicht freiwillig vorzeigen wollte. Was dann folgt, ist eine kaum auszuhaltende Abfolge widerlichster Gewalthandlungen. Er wird von mehreren Seiten durch Polizisten bedrängt, durchsucht und schließlich mit Handschellen versehen zu Boden gebracht. Die Einwände des blinden Mannes, er hat seine eigene Ordnung in der Tasche und möchte selber seinen Ausweis herausholen und zeigen, interessiert die Ordnungshüter nicht. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass eine filmende und hörbar weinende Person immer wieder fassungslos darauf hinweist, dass der Mann blind ist und Gewalt gegen Behinderte ausgeübt wird. Sie wird sogar noch darauf hingewiesen, dass das Filmen in der Situation strafrechtliche Konsequenzen für sie haben kann. Für die Polizei jedenfalls wird es keine Konsequenzen haben. Wie die Erfahrung zeigt, können die Schlägertrupps im Staatsdienst ihre Allmachtsfantasien ausleben, konsequenzlos, wenn es gegen politisch Andersdenkende, Minderheiten und Menschen mit Migrationshintergrund geht. Das könnte auch im vorliegenden Fall der Grund für die Ausweiskontrolle sein. Der Mensch hatte lange Haare. Vielleicht wurde er für einen Linken gehalten. Die halten sich ja sowieso an keine Regeln und, Zitat, fangen sich eher eine Kugel ein. So die Aussage eines Polizisten am letzten Wochenende in Dresden. Oder vielleicht haben sie auch gedacht, es handelt sich um einen Menschen mit Migrationshintergrund. Vielleicht waren die Haare dunkel. Vielleicht hat er sich auch etwas orientierungslos bewegt, was dann einen Drogenkonsum nahelegen könnte. Wie auf dem Parking Day am 18.09.2020 in Wuppertal, eine Aktion von UmweltaktivistInnen im öffentlichen Parkraum, als die TeilnehmerInnen auf Fahrrädern von der Wuppertaler Polizei gestoppt wurden und es Anzeigen hagelte. Die erste Anzeige kassierte leider selbstverständlich die einzig dunkelhäutige Person auf der Demonstration. Wie auf den Fotos und dem aktuellen Video zu sehen, ist federführend der Ordnungshüter P. Grütecke mit seiner als Hooligan-Schläger in Szene gesetzten Truppe dabei. Konsequenzlos agiert er wie die Axt im Walde in Wuppertal. Immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, schwache Minderheiten oder politisch unliebsame Menschen zu drangsalieren und zu quälen. Wie am 1. Mai 2020, als er zwei alleinerziehende Väter mit ihren kleinen Kindern festsetzte, den weinenden und panischen Kindern mitteilte, dass die Väter jetzt in Polizeigewahrsam genommen werden und die Kinder dem Jugendamt übergeben werden. Aufgebrachte AnwohnerInnen schafften dann offenbar so viel öffentliche Aufmerksamkeit, dass Grütecke dann sein Vorhaben doch nicht umsetzen konnte und alle vier durften gehen. Und ja, auch die Kinder mussten einige Zeit umringt von der Polizei auf dem Boden sitzend eine Ausweiskontrolle über sich ergehen lassen. Ein weiterer Fall. Erst gestern konnte ein angemeldeter Infostand der Bürgerinitiative Osterholz bleibt aufgrund der eigenmächtigen Entscheidung von P. Grütecke nicht durchgeführt werden. Dies sind nur einige wenige Beispiele aus einer sehr langen Reihe von gewaltsamen Polizeimaßnahmen in Wuppertal. Alle konsequenzlos, weil alle Erfahrung zeigt, dass wenn man sich wehrt, zum Beispiel durch eine Anzeige gegen die Polizei, entweder gar nicht erst ermittelt wird, das Verfahren eingestellt wird oder selber eine Anzeige durch die Polizei kassiert wird. An der Stelle möchten wir auf eine Studie der Universität Bochum hinweisen. In der Studie wurden 3.375 Fälle von Anzeigen gegen Polizisten untersucht. Gerade einmal 439 Fälle wurden durch die Justiz verfolgt und in gerade einmal 1,98% der Fälle Anklage erhoben oder ein Strafbefehl bestellt. Das gibt den Hooligan-Ordnungshütern die Sicherheit für ihr sadistisches Verhalten, für das Ausleben ihrer Allmachtsfantasien nicht belangt zu werden. Weder durch eine Gesinnungsjustiz noch durch die Politik, die von Einzelfällen faselt und der Überzeugung ist, dass die große Mehrheit der Polizei auf dem Boden des Gesetzes steht. Die Gesetze machen die Hooligans in Uniform auf der Straße aber selber. Sie decken sich gegenseitig. Der Korpsgeist schützt sämtliche widerlichen Gewalthandlungen. Einzelne Kolleginnen, bei denen sich das Gewissen regt, werden als Nestbeschmutzer diffamiert und ausgegrenzt. Der vorliegende Fall des Quälens eines offensichtlich blinden und beeinträchtigten Mannes in Wuppertal reiht sich ein in eine immer offener zutage tretende rechte Gesinnung von Polizeibeamten, die nichts zu befürchten haben. Egal, ob sie persönliche Daten von politischen Gegnern abrufen und Morddrohungen als NSU 2.0 verschicken oder Hitlerbildchen per WhatsApp verschicken. Oder Linken eine Kugel verpassen möchten. Wir werden das Verhalten von P. Grütecke und seiner Hooligan-Schlägertruppe nicht länger hinnehmen. Shame on you. BürgerInnen beobachten die Polizei, Wuppertal. Am 23.09.2020. Der Ausweis ist auch nicht mehr da.
Sie wissen schon, da Sie jetzt relativ nah gefilmt haben. Ich habe nicht nah gefilmt. Wenn Gesichter von Beamten zu sehen sind im Internet, die Sie jetzt veröffentlichen, begehen Sie eine Straftat. Wir haben Ihre Personalien. Ja, das ist Ihnen klar. Es ist Ihnen erlaubt, das Geschehen an sich im Großen und Ganzen zu filmen. Ja? Ich weiß aber nicht mehr, ob das, was Sie mir sagen, überhaupt stimmt. Wenn Sie einzelne Gesichter von Kollegen veröffentlichen, dann ist das strafbar, okay? Nur, dass Sie Kenntnis haben. Sie können gehen. Ich weiß nicht, ob Sie dem Herrn...